Testaufnahme. Guck dir meinen wunderschönen Kopf an. Da sprießen schon Bäumchen raus. Das kann ich leider nicht. Ich sehe dich ja nicht. Ich sehe nur mich. Und drei Plusse neben mir. Aber ich sehe dich. Ja. Ich sehe dich. Ich bin ja ganz hinten. Ja, ich bin ja auch dein Opfer hier hinten. Ja, komm mal her. Nein, hilf, ich lauf weg. Aber du darfst nicht weglaufen. Ich bin auf jeden Fall deswegen bereit. Deswegen starten wir eben eine Runde, wo du mich an sich privat fangen kannst. Klingt gut. Ganz privat. Ja, aber ich werde dich gar nicht an den Haken hängen. Ich werde dich in mein Bett zerren. Oh, ich wusste gar nicht, dass es Betten auf den Stages gibt. Jetzt schon. Aber wenn du so privat mit mir jetzt hier schon wirst bei der Aufnahme, dann kann ich diese niemals hochladen. Ach so, stimmt. Aber ja. Wobei das in der ersten DVD-Testaufnahme teilweise auch so war. Wobei das sogar der erste Part war. Das da kann sein. Halt so von wegen, ich vergnüge mich gerade hier mit Nomis und was weiß ich alles. Und das wurde auch hochgeladen deswegen. Also ein paar Anspielungen sind, glaube ich, möglich. Tja, na gut. Dann machen wir das mal so. Ja. Ich sehe auf jeden Fall sehr schöne Vorschaubilder, wo hier schon ein paar Leute misshandelt werden. Ja, das sind wunderschöne Vorschaubilder dann. Oh, diese Misshandlungen. Oh, ja, geil. Ja, wenn man einen Fetisch auf Leichen hat, ne? Dann vielleicht. Ah, so wie bei der einen Folge von Geschichten aus der Gruft, ne? Wobei, naja, ein Fetisch. Ein Fetisch für Misshandlungen oder sowas, da hat ja Wichtel. Der will ja immer geschlagen werden. Ja, wobei der hat eher einen Fetisch für Sklaverei und sowas. Aber ja, das andere ist auch ein bisschen dabei. Hm. Aber was ich sagen wollte, ist, die zweite Folge von Geschichten aus der Gruft fand ich immer noch am schlimmsten. Hm. Ich weiß nicht warum, aber. Also da, wo die so, ne? Das mit diesem Streich da in der Leichenhalle, ja. Richtig, ja, der war schon ein bisschen verstörend. Hm, kann ich verstehen. Ja, zumindest was diese Kurzfolgen angeht. Hm. Das Beste war immer noch Abel mit dem Kabel. Das war eher lustig, ja. Das war nicht wirklich ein Horror. Muss erstmal wieder in die Steuerung reinkommen, was war was? Ja, richtig. Ich muss erstmal gucken, was überhaupt was ist. Enthüllen? Was ist denn enthüllen? Ist meine Spezialfähigkeit? Ja. Wie kann ich denn überhaupt rennen? So kann ich rennen und das war dann ducken, aber das muss ich gedrückt halten auch, okay. Kann mich enthüllen und verhüllen, was bringt das? Ich glaube, dass du dann irgendwie, keine Ahnung, ach so, muss ich springen. Ja. Boah, ist die lahm beim Springen, was ist denn hier kaputt? Ha. Steht ein Auto, kann ich damit wegfahren? Nein, schade. Das wäre ja was einfach gewesen. So. Aber du bist doch hier eingesperrt. Ich weiß gar nicht, also wie willst du überhaupt wegrennen? Ja, kein Bock auf den Killer, deswegen einfach mal hier die Fliege machen, ne? Ganz klarer Fall. Ja. Aber ich kann gar nicht springen, auf jeden Fall. Du kannst dich aber teleportieren als Geist, glaube ich, irgendwie. So auch durch Wände hindurch und sowas, wirklich halt. Das ist ja die Fähigkeit vom Geist. Wie auch immer das geht. Ich weiß es auch nicht, aber. Wahrscheinlich mit dem Enthüllen, oder? Moment. Nein, so nicht. Warte, Moment, ich guck mal ganz kurz in die Steuerung. Das geht ja so. Oh, das sieht ja hier schön aus. Oh, kleine Blümchen. Oh ja, geil. Ich glaube, ich hab den. Eventfähigkeit. Ah, okay, Überlebende fallen lassen. Hier höre ich irgendwas Beunruhigendes. Eventfähigkeit ist R. Ich höre beunruhigende Geräusche. Ich glaube, ich gehe lieber wieder. Vielleicht bist du sogar in der Nähe und deswegen höre ich das. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Ja, wo bist du denn? Nicht da. Lalalala. Ich bin gar nicht da. Oh, da steht jetzt gerade. Oh, Zeit im Keller. Warum wurde mir gerade Zeit im Keller angezeigt? Zeit im Keller. Hm. Oh. Richtig sexy Beleuchtung hier. Oh. Ich habe sexy Beleuchtung. Sexy Eyes mit Sahne. Sexy Eyes Banane. Wow. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel noch ein bisschen zu leise ist. Sag noch mal ganz kurz was. La 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 la. Ja. Ist hier denn nichts? Du bist, glaube ich, fast laut genug. Ich stelle dich noch ein bisschen nach oben. Ich dachte, hier wäre irgendwo auch ein Generator gewesen, aber ich sehe gerade keinen. Aber ich glaube, so passt es ungefähr. Aber das Spiel ist noch ein bisschen. Das Spiel ist noch ein bisschen, ne? Aber ich teste das ich gleich erst. Leise. Deswegen. Oh. Oh, bist du doof. Naja, okay, egal. Aber hier bin ich anscheinend falsch. Ich glaub, so passt das die Map ist mal wieder so riesig. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll.
Ich höre hier gerade Schritte. Nein, hörst du nicht. In der Nähe. Nein. Einfach aus Prinzip. Nein, ich bin ganz woanders. Ich weiß zwar nicht, wo du bist, aber ich bin ganz weit weg davon. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ah. Aber irgendwie kann ich als Geist gefühlt nichts. Ich weiß nicht mehr, wie ich durch Wände gehen kann. Ah. Achso, ich müsste jetzt doch gedrückt halten. Okay. Es steht auch nicht in der Stimmung drin. Angreifen. Ach, ich hab die falsche Taste gedrückt, ich bin so doof. LCTRL. Ja, okay. Sekundar, was ist die Sekundarstärke? Aber die, irgendwie hat der Geist gar keine Fähigkeiten. Also hier stehen zwei Fähigkeiten in der Steuerung drin, aber der Geist, beim Geist passiert da gar nichts. Wow. Also irgendwie müssen die schon gehen, aber naja. Ja, ich guck halt das gerade, was hier drin ist. Oh, fuck. Mann, der Geist ist... Oh. Ich komme hier gar nicht mehr aus dem blöden Haus raus. Ich habe irgendwas gehört, aber es war sehr gruselig. Ach, du bist der! Das ist aber nicht der Geist. Ich meinte was anderes. Das ist irgendein anderer Killer, den du da hast. Da stand aber der Geist bei mir. Nee, 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 nee. Oh fuck, eine Wand. Er kann aber halt euch wirklich gar nicht. Scheiße. Ah! Hilfe, 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 Hilfe. Stehen bleiben. Nö. Ich will aber nicht. Du musst aber stehen bleiben. Nein, ich will aber nicht. Ich will nicht. Aber ich hab dich gleich. Nein, 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 aua. Ich rekel mich vor dir, ich blute hier alles voll. Hab ich dich jetzt? Ja. Wiggle, wiggle, wiggle. Nein. ist hier nicht ein Haken? Nee, das ist kein Haken. Ach, verdammt. Als ob du so schnell wieder frei bist. Ah, lauf doch. Wieso laufe ich nicht? Ach, jetzt laufe ich, okay. Du musst erst mal gucken, wie laufe ich denn? Ich will aber nicht! Nö! Ach, hier ist eine Wand, scheiße! Ah! Nein, 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 könnte ich auch direkt killen, irgendwie. Also stand hier zumindest dran. Wenn ich dich nochmal geschlagen hätte, hätte ich dich irgendwie direkt gekillt. Genau. Huh. Also jetzt bist du auf jeden Fall gleich am Haken. Aber eigentlich kann man keinen direkt so killen. Jetzt müssen wir das gleich mal ausprobieren. Natürlich willst du es gleich mal ausprobieren. Ja. Oh, ich wurde genommen, aber richtig hart. Ey, du bist tot? Ja, natürlich. Weil ich habe ja als einzige Überlebende keine Möglichkeit, gerettet zu werden oder so. Deswegen natürlich bin ich schon tot. Also ich hatte nicht mal die Möglichkeit, irgendwas zu machen auf jeden Fall, deswegen. Aha, ich habe gewonnen. Easy. Ich wurde geopfert. Nein. Vor allem Partyergebnis. Es klingt so viel zu fröhlich dafür. Ein Partyergebnis. Aber hey, ich habe immerhin über 7000 Punkte trotzdem gesammelt, ne? Ich war richtig würzig dabei, du. Mein Killer sieht sehr seltsam aus, aber ja, okay. Ich weiß, ich mag den auch nicht so, aber dass er sich unsichtbar machen kann, ist natürlich irgendwie trotzdem nicht schlecht. Das ist okay, ja. Ich wollte ihn halt mal ausprobieren. Aber okay, dann sage ich mal Testaufnahme Ende. Ja, Testaufnahme Ende.